Herzlich willkommen zur zweiten Katechese zum Stundengebet, in der wir uns noch einmal erneut dem gleichen Text wie in der vergangenen Woche zuwenden wollen. Wir werden den zwar auch heute beim zweiten Durchgang nicht vollkommen erschöpfen können. Wir haben das in der letzten Woche von André Louve, diesem großen Lehrer des geistlichen Lebens, gehört, dass es gar nicht möglich ist, bevor die Fülle der Zeit da ist, einen Schrifttext voll auszuschöpfen. Das mit den Schrifttexten hat eine eigene Bewandtnis, denn wir sind inzwischen nur noch gewohnt, Texte, Worte als Information zu hören. Aber diese Schriftworte, die wir beten, die wir in den Lesungen aus der Bibel hören, sind nicht in erster Linie Information, sondern sie sind eine direkte Anrede. Man kann das mit einem ganz einfachen Beispiel deutlich machen. Stellen Sie sich zwei Menschen vor, die telefonieren, von mir aus, wenn Sie mögen, ein Mann und eine Frau. Und der Mann sagt, ich liebe dich. Und die Frau sagt, ich nehme das zur Kenntnis. Sie merken, irgendwie, das stimmt etwas nicht. Das heißt, eine zutiefst existenzielle Erklärung, ein Wort, eine Anrede, eine Deklaration seiner selbst nimmt der oder die andere einfach als Information. Als würde man den Kursstand von irgendeiner Aktie abrufen. Dann kommt keine Kommunikation zustande. Das wird schwierig mit dem Gespräch am Telefon, wenn das dann so weitergeht. Die reden permanent aneinander vorbei. Wenn wir mit dem Wort Gottes so umgehen, wenn wir es als einfache Information nehmen, dann reden auch wir aneinander vorbei. Also nicht Information, sondern sehr persönliche Anrede Gottes. Ein zweiter Gedanke noch allgemein. Wenn wir einen solchen Schrifttext hören, geradezu wenn wir ihn oft wiederholen, wie das bei diesem Psalm der Fall ist, jeden Morgen, wenn die Kirche beginnt zu beten, spricht sie diesen Psalm. Seit Jahrhunderten. Zum ersten Mal richtig greifbar in der Regel Benedikts. Also da sind wir Anfang des 6. Jahrhunderts. Sehr lange. Jeden Morgen neu. Dann entstehen, wie soll ich sagen, Schwingungen. Es werden nicht nur die jeweiligen Verse gehört oder gesprochen, sondern es werden andere Schriftstellen, andere Worte, es werden sozusagen Erinnerungen wach. Es wird angespielt auf andere Worte, die wir gehört haben, die wir aus der Gottesrede, aus dem Wort Gottes an uns kennen. Und wenn viele solcher Worte durch den Anstoß dieses Psalms in Schwingung sind, dann entsteht im besten Fall so etwas wie eine Harmonie oder eine Sinfonie des geistlichen Lebens. Ich kenne aber gar nicht so viele Bibelworte, werden vielleicht einige sagen. Das mag ein richtiger Hinweis sein. Es braucht eine gewisse Zeit. Das ist das Schwierige heute, wo wir geradezu liturgieentwöhnte Menschen haben. Die Bereitschaft und die Geduld, solche Worte immer wieder zu hören und sie wachsen zu lassen. Geistliches Leben ist kein Blitzgeschäft, ist kein kurzer Deal, den wir sozusagen so einfädeln und dann haben wir gleich ein Ergebnis. Geistliches Leben ist ein organisches Wachsen. Das ist ähnlich wie wenn Sie einen Garten anlegen. Wenn Sie etwas pflanzen oder säen und stehen die ganze Zeit im Wohnzimmer und schauen raus, es hat schon einmal geregnet und zwei Tage die Sonne geschienen und ich sehe immer noch nichts Richtiges. Da muss irgendwas im Gartengeschäft falsch gelaufen sein. Die haben mich irgendwie betrogen, das müssen wir reklamieren. Es braucht Geduld. Es braucht die Geduld des immer wieder Hinhörens. Und so sehr richtig die Entscheidung des letzten Konzils war, sozusagen auch den Katholiken, sie hatten es wirklich nötig, die Heilige Schrift zur Kenntnis zu bringen, sie besser zu kennen, nicht nur mehr über sie zu wissen, sondern einfach die Worte, das Wort Gottes besser zu kennen. Man hat dann aber gleich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, indem man alle Wiederholungen, etwa im Stundengebet, gestrichen hat. Fast alle sind weg. Immer Neues, weil das Wort Gottes ja so reichhaltig ist. Ist es, das stimmt. Aber die Wiederholung bildet eine Identität. Die Wiederholung bedeutet geistliches Wachstum.
Und wir sehen an diesen Texten, dass sie wiederholbar sind. Wir haben in den letzten Jahrzehnten gerade im Bereich der Liturgie viele, viele Texte kommen und gehen sehen. Texte, die nicht belastbar sind, die beim ersten Sprechen schon geradezu zu einem Brechreiz führen, weil sie entweder moralinverseucht oder sonst etwas sind. Texte, die eigentlich unbrauchbar sind. Wie groß, wie inhaltsschwer sind Texte, die Menschen seit Generationen, Jahrhundert um Jahrhundert, immer wieder hören, sprechen, beten können, von denen sie sich befruchten lassen. Heute also mehr der Blick auf den zweiten Teil unseres Psalms 95, deren Text Sie hoffentlich haben. Das ist ja diese merkwürdige Erfahrung, dass wir in diesem Text aufgefordert werden zum Gotteslob. Aber nicht nur das. Es ist ja zugleich ein Text, der uns Auskunft gibt über uns selber. Das ist das Starke an diesen Worten. Sie geben uns am Morgen Auskunft, wer bin ich als Christ? Wer bin ich als Mensch? Und auch im ersten Teil. Es stellt mir den Schöpfer vor Augen. Es stellt mir die Schöpfung vor Augen. Und es stellt mir mich als Geschöpf vor Augen. Wir sind das Werk seiner Hände. Er hat uns gemacht. Und die adäquate Weise, diesem Gott zu begegnen. Im Niederbeugen, im Niederfallen, im sich hinstrecken vor ihm. Die rechte Einordnung. Und dann hat dieser Psalm, einige sprechen sogar von einem Bruch. Und weil das in war einige Zeit, hat man gleich gesagt, oh, da ist später entweder was dazugekommen oder man hat zwei Psalmen so in einen verschränkt. Es muss gar nicht sein. Weil durch das Heute hörtet ihr doch auf seine Stimme, noch einmal ein anderer Zungenschlag in diesen Psalm hineinkommt. Ich will von einer dieser wirklich gebildeten und intelligenten Frauen, die Abtei Astelle hervorgebracht hat, einige Sätze lesen, die über das Psalmengebet geschrieben hat, Synkletika Grün. Es ist, so schreibt sie, als hätte die drohende Stimme Gottes alle Brücken zwischen sich und seinem Volk abgebrochen, die feierlichen Melodien hinweggefegt. Warum schreckt Gott diejenigen, die ihm doch huldigen, aus ihrem frommen Tun auf und ängstigt sie mit dem Hinweis auf das unglückselige Geschick ihrer Vorfahren? Galt etwa auch von diesen anscheinend so demütigen Betern das Wort aus Sprichworte 28, wer sein Ohr wegwendet, dass er das Gesetz nicht hört, dessen Gebet selbst ist ein Gräuel. Viele Menschen sagen das, wenn sie diesem Psalm begegnen, vielleicht sogar zum ersten Mal. Auch im ersten Teil ist das so schön. Vielleicht empfinden wir es auch nur so schön, weil wir nicht ganz gründlich gelesen haben. Denn es ist keineswegs selbstverständlich, einen Gott zu erkennen und das heißt auch anzuerkennen, vor dem man sich beugt, dem man nur begegnen kann in der Huldigung, im sich niederwerfen. Aber irgendwie ist er im ersten Teil noch schön. Und dann hört er auch noch so komisch auf. Sie sollen nicht, ich habe in meinem Zorn geschworen, das hören wir gar nicht gerne, und dann sollen sie nicht in das Land der Ruhe kommen. Das ist aber ein ungemütlicher Einstieg morgens. Schauen wir einmal genauer hin. Ich möchte das in drei Schritten tun. Im ersten Schritt auf dieses Heute hört. Es wird uns eine biblische Situation vor Augen gestellt. Eine ganz konkrete Anspielung ist das auch in den beiden Orten, die da fallen, Massa und Meriba. Wenn Sie in die Übersetzung, in die zweite Übersetzung schauen von Martin Buber, der hat diese Worte übersetzt. In unserer etwas moderneren Übersetzung lieben wir diese biblischen Eigennamen, aber sie heißen eben Hader und Streit. Also es gibt richtig Zoff, so würden wir heute sagen. Verhärtet euer Herz nicht, wie als damals Zoff war. Diesen Zoff kann man nachlesen in Exodus Kapitel 17 und in Numeri Kapitel 20. Was war passiert? Gott hat sein Volk, das in der Sklaverei Ägyptens leben musste und ziemlich übel behandelt wurde. Man sollte immer wieder daran denken, wenn man als Tourist nach Ägypten geht, sofern das jetzt auch aufgrund der Sicherheitslage möglich ist. Man sollte immer wieder daran denken, wenn man die Pyramiden sieht, wer die gebaut hat.
Das war Israel in der Sklaverei, zum Großteil. Das war deren Aufgabe. Das kann man im Buch Exodus nachlesen, Ziegel zu brennen. Eine ziemliche Malocherei. Die hatten nicht unbedingt eine Kenntnis Gottes. Das große Ereignis ist, dass Gott sich selber zu erkennen gibt, dem Mose im brennenden Dornbusch. Und sagt, ich habe das Schreien meines Volkes gehört, ich bin gekommen, ich bin herabgestiegen, um es um die Freiheit zu führen. Und das, was wir in jeder Osternacht als große Lesung hören, die Befreiungstat Gottes, dass er sein Volk in die Freiheit hinausführt, das kann man hier bei Massa und Meriba besichtigen, wenn ein Volk in die Freiheit geführt wird. Das Ergebnis ist Motzerei. Ja, was heißt hier Freiheit? In Ägypten hatten wir wenigstens richtig zu essen. Alles schön und gut mit der Freiheit, aber so haben wir uns das jetzt hier nicht vorgestellt. Stimmt, Sklaverei ist weg, wir sind frei, ja, aber die Gurken, man kann den ganzen Speisezettel danach lesen, von Knoblauch und eingelegten Fischen und Wein und all den Getränken, nach denen sie sehen, wenn sie wenigstens Wasser hätten. Das haben sie aber nicht. Große Motzerei gegen Mose und Aaron sowieso. Das trifft ja immer die Ersten, das Bodenpersonal des lieben Gottes. Das sind die, die heiße Ohren kriegen und eins auf die Mütze. So, das gehört sich auch so, dafür sind sie da. Aber letztendlich ist es eine Auflehnung, ein Murren, ein Motzen gegen Gott. Das ist die Situation, die hier im Psalm erinnert wird. Murren, weil man den eigentlichen Gewinn, der zählt gar nicht mehr. Dass man in die Freiheit geführt wurde. Dass man kein Sklave mehr ist. Unwichtig. Geht ja ums Essen. Wir haben es am Sonntag in der Lesung noch gehört, wenn Paulus den Philippern schreibt, und er weiß, wovon er schreibt, ihr Gott ist der Bauch. So benehmen sie sich. Ein eben befreites Volk. Anklänge an heute dürfen sie selber ziehen. Das ruft der Psalm in Erinnerung und er ruft dem Betenden in Erinnerung, macht es nicht genauso. Denn diese Generation ist nicht in das Land der Ruhe gekommen. Die wurden 40 Jahre in der Wüste aufgerieben. Keiner von denen, selbst Mose nicht, hat das versprochene, gelobte, heilige Land, wie wir sagen, erreicht. Mose war es nur vergönnt, vom Berg Nebo hinüberzuschauen über den Jordan. Aber er hat keinen Schritt, keinen Fuß hineingesetzt. Deshalb, ich habe geschworen, sie sollen nicht in das Land meiner Ruhe kommen. Heute hört doch. Das ist nicht nur ein Schlüsselwort, mit dem sich die Propheten am auserwählten Volk Gottes abgearbeitet haben. Bei Jeremia vor allen Dingen, bei Jesaja, bei den sogenannten kleinen Propheten. Immer wieder das Hören. Ich will nicht Schlachtopfer, hören wir eine Gottesrede im Psalm 40. Brand- und Sündopfer forderst du nicht, aber ein Gehör hast du mir gegraben. Das ist gleich die Brücke zu dem, der das wirklich vorlebt, der Sohn Gottes, Jesus. Der Hebräerbrief, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen, zitiert diesen Psalm, wenn er sagt, er hat, selbst der Sohn, hat durch Leiden den Gehorsam, die Gehörsamkeit, das Hören gelernt, lernen müssen. Und er sagt mit dem Psalm 40, ich komme, deinen Willen zu tun. Klingt für uns irgendwie alles so plausibel. Sie werden vielleicht sagen, schön, schön zitiert, jetzt haben wir das schön zusammen gesehen. Aber es geht um uns. Deshalb hören wir diesen Psalm. Wir werden morgens eingeübt in das, was christliche Existenz bedeutet. Und was ich im Moment ein bisschen vermisse in all den Diskussionen, die wir führen, dass es im christlichen Leben um Gehorsam geht. Wer die alten Quellen liest, etwa die Wüstenväter, die alten Ordensregeln, da lehnen sich jetzt manche schon zurück und sagen, haben wir Glück gehabt, sollen die hier im Kloster machen. Betrifft ja uns nicht. Aber wir dürfen den heiligen Paulus nicht ausklammern. Gegenseitiger Gehorsam.
Genau wie der Sohn Gottes gehorsam war, so sollt ihr einander gehorchen. Also es betrifft alle. Das ist kein Exklusivgebot für Leute im Kloster, die sonst nichts zu tun haben, außer gehorsam zu sein, wenn sie es denn wären. Sondern es betrifft alle. Der Gehorsam ist eine der Grundgestalten christlicher Existenz. Und zwar in der Nachfolge. Wir beten es in jedem Vater unser. Dein Wille geschehe. Bei allen Forderungen, die ich im Moment kirchenpolitisch so höre, steht überall drüber, mein Wille geschehe. Merkwürdig. Dass das noch niemand aufgefallen ist, dass das zum Vaterunser ziemlich quer steht. Schade. Deshalb haben auch all diese Dinge keine Zukunft. Dein Wille geschehe, beten wir in jedem Vaterunser, wenn es gut geht, mehrfach am Tag. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, betet Jesus in der letzten Nacht seines Lebens. Kurz vor der Gefangennahme, als er ringt, noch einmal neu ringen muss, als Mensch mit seiner Sendung, mit seinem Hören auf den Willen Gottes. Heute hört. Ich finde, dieser Psalm hat einige, auch wenn das nicht gewollt ist, aber ich sprach eben von den Schwingungen. Das Johannesevangelium schwingt ganz stark mit, wenn wir diesen Psalm morgens beten. Im Johannesevangelium zieht sich wie ein roter Faden durch das auf die Stimme hören. Wenn wir das unterschiedlich, wo habe ich denn jetzt notiert? Ja. Der Johannes der Täufer sagt, Der Freund des Bräutigams, so bezeichnet er sich selber, freut sich über seine Stimme. Er freut sich, wenn er die Stimme des Bräutigams hört. Als einige kamen und die beiden so gegeneinander ausspielen wollten, das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo berichtet wird, dass Jesus tauft, im Kapitel 3. Da kommen die zu Johannes dem Täufer und sagen, Meister, den du hier propagiert hast, so groß, der steht an einer anderen Stelle des Jordan und tauft. Und macht was Ähnliches wie du. Das ist dann richtig, der Konkurrenz. Und da sagt Johannes der Täufer dieses Wort. Der Freund des Bräutigams freut sich an der Stimme des Bräutigams. Oder Jesus sagt selber in Kapitel 5, die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören. Und alle, die diese Stimme kennen und hören, werden zum Leben auferstehen. Oder die Stelle, die uns vielleicht bekannter ist. Die Schafe hören auf die Stimme des guten Hirten. Einem Fremden werden sie nicht folgen, weil sie kennen seine Stimme. Und in der Verhandlung vor Pilatus sagt Jesus, wer aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Heute hörtet ihr doch auf seine Stimme. Wir verstehen auf diesem Hintergrund, dass in den Ordensregeln oder in den gesammelten Aussprüchen der Väter in der Wüste, wo sich ja sozusagen wie in einem Konzentrat die Erfahrung des Evangeliums sammelt, es kaum etwas Schlimmeres gibt als das Murren, das Motzen. Das soll ja auch für Eheleute gelten, dass es ein Gift ist, wenn man permanent übereinander murrt und motzt. Aber im Kloster ist das auch ein Gift. Bei Benedikt geht das wie ein roter Faden durch die ganze Regel. Die Mönche dürfen nicht murren. Und er schreibt allerdings zum Beispiel auch dem Abt, der soll sich so verhalten, dass die Mönche keinen Vorwand haben zu murren. Also der kann auch nicht, obwohl er wie ein Vater und wie Christus verehrt wird, kann er auch nicht einfach tun, was er will. Und so einen Hans Dampf in allen Gassen und ich zeige jetzt mal, wo es lang geht. Sondern er soll den Mönchen keinen Anlass zum Murren geben. Die Küche im Kloster soll vollkommen einfach sein, aber nicht verkommen, sodass es Anlass zum Murren gibt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und doch, ich glaube auch die nicht im Kloster sind, sondern die ihre Ehe leben, Familienerfahrung haben oder die auch irgendwie mit sich selber auskommen müssen, haben trotzdem die Erfahrung, wenn es sie nicht betrifft, hören Sie jetzt mal kurz weg, dass man permanent irgendwie unzufrieden ist.
und sich über alles und alle und jeden beschwert. Das nennt man Murren. Wo kommt das her? Ein großer Lehrer des geistlichen Lebens, Vater Gabriel Bumme, hat die Erfahrungen, die im geistlichen Leben sich sammeln und wie manchmal wie so ein Bodensatz sich absetzen, der hat die noch einmal untersucht von dem großen Lehrer Evagrius Ponticus. Und dieser Überdruss, der sozusagen diese Hefe ist, die zu diesem Murren führt, das ist interessant anzuschauen. Also da gibt es einige Grundbewegungen, die man kurz beschreiben kann, aber ich will auf eines näher eingehen. Überdruss, luftige Liebe, Herumtreiber der Schritte, Hass der Arbeitsliebe, Streit der Abgeschiedenheit, Unwetter der Psalmodie, Unlust des Gebetes, Lockerung der Askese, unzeitiger Schlummer, wälzender Schlaf, Last der Einsamkeit, Hass der Zelle, Widerpart asketischer Mühen, Gegenzug der Ausdauer, Hemmnis der Betrachtung, Unkenntnis der Schriften, Genosse der Traurigkeit, Uhrwerk des Hungers. Da haben wir so ein paar Motoren genannt. Zu dem Gedanken, der durch den Überdruss zu einer Verleumdung gegen den Klosteroberen angeregt wird, unter dem Vorwand, dass er angeblich die Brüder nicht stärker und hart zu ihnen sei und in ihrer Bedrängnis kein Erbarmen mit ihnen habe. Das ist ja eine ganz gängige Figur. Also wir haben immer die falschen Politiker, wir haben immer die falschen Bischöfe, das sind immer die da oben. Das ist im Moment sehr gängig. Es geht dann bis hin zu den Medien oder sonst etwas. Immer ist irgendwas falsch. Auch diese Versuchung, so Vater Gabriel, muss seit je recht häufig gewesen sein, urteilt man nach der Zahl der Beispiele, die Evagrius anführt. Sie liegen ja auch besonders nahe, da wir wohl nirgends verletzlicher sind als im sogenannten affektiven Bereich. Treffend sagt Evagrius daher vom Überdrüssigen, dass ihn der Gedanke peinige, die Liebe unter den Brüdern sei verschwunden und niemand findet sich, um mich zu trösten. Es ist auch nur zu verständlich, dass vor allem ehelos lebende Mönche oder Priester leicht der Illusion erliegen, die Quelle ihres Unglücks sei eben ihre Ehelosigkeit, ihr Mangel an wirklicher menschlicher Zuneigung. Aber erfährt ein Verheirateter in dieser Situation nicht genau dasselbe? In einer Beziehung zum Ehepartner? Ja, überhaupt jeder Mensch im zwischenmenschlichen Bereich? Täuschung und Selbsttäuschung haben hier schon viele in die Irre geleitet, weil ihnen der wahre Charakter ihrer Depression verborgen geblieben ist. Sie begreifen nicht, dass sie in einen höchst seltsamen Kampf mit sich selbst verwickelt sind und dass der Gegner weder die Institution noch ein Gelübde, noch der Ehepartner, noch die Arbeitskollegen oder sonst etwas ist, sondern das eigene, verwundete Ich. Die Wurzel aller Übel ist eben jene Selbstverliebtheit, auf die Evagrius alle 8 generischen Gedanken zurückführt. Heute hört auf seine Stimme. Das ist sozusagen der Ausstieg, die Ausstiegsmöglichkeit, ein Stück der Befreiung. Herauszusteigen aus diesem Ich, das permanent nur um sich selber kreist, wie ein Hamster im Rad. Und das führt uns, diese Beobachtung, zum zweiten Topos, wenn man will, dem verhärteten Herzen. Denn man könnte diesen Überdruss oder das, was schließlich zum Murren führt, eben als dieses verhärtete Herz bezeichnen, von dem der Psalm ausdrücklich spricht.